Herzlich willkommen zu einem Shop-Video. Es gibt mal wieder neue Premiere auf der Port Royal Insel und zwar die Premiere vom Film Tenet. Dieser Film stammt, glaube ich, vom selben Ersteller, der auch Interstellar und noch viele weitere Filme rausgebracht hat. Das Ganze kann man sich jetzt immer stündlich seit 2 Uhr anschauen und so hat man auf jeden Fall viele Chancen, um diese Weltpremiere zu sehen. Gibt es, glaube ich, vorher tatsächlich noch keinen einzigen Trailer zu. Finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Aktion. Ich würde sagen, dann schauen wir uns gleich mal den Shop an. Allerdings, bevor wir das tun, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst und wir gehen dann ja auch schon Road to 2000. Ihr könnt natürlich auch gerne dieses Video bewerten, kommentieren und teilen, würde mich ebenso freuen. Und schaut gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Item-Shop an. Heute haben wir tatsächlich das Ninja-Paket wieder im Shop und diesmal haben wir tatsächlich auch ein richtiges Paket, das wir kaufen können. Sonst musste man sich ja alles einzeln kaufen und jetzt hat man eben die Möglichkeit, das Ganze hier mit 600 V-Bucks Rabatt zu holen. Da bekommt man einmal den Ninja-Skin, hier hat man 4 verschiedene Varianten. Einmal die Standard-Variante, einmal die Variante mit Maske, dann die Raven-Variante und dann noch eine reaktive Variante. Ich glaube, hier wird das dieses Kopfband länger oder ändert die Farbe. Irgendetwas, glaube ich, so in die Richtung ist das von, wie das reaktiv ist. Weiß ich allerdings nicht ganz genau, auch wie das aktiviert wird und so. Dann haben wir dazu natürlich noch die Zwillingskatanas als Spitzhacken und dann noch den Ninja Steel Emote. Natürlich kann man sich auch alles noch einzeln kaufen, also den Ninja Skin für 1500 V-Bucks, die Zwillingskatanas für 800 V-Bucks und den Ninja Steel für 300 V-Bucks. Man spart aber schon ordentlich V-Bucks tatsächlich, wenn man das ganze Paket kauft. Vor allen Dingen, man bezahlt ja im Prinzip auf den Ninja Skin gerade mal 500 V-Bucks noch zusätzlich. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Angebot. Dann aber als nächstes den Brandschädel Skin, dann auch den Pizza Pyjama Skin, dann als nächstes den Tanztherapie Mode. Dann den Boxenstopp-Skin, als nächstes dann noch die Pömpelhacke und zu guter Letzt den Pizza-Party-Mode. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.